Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute ist der 1. März, das heißt Saisonbeginn, meine Lieben. Die offizielle Motorradsaison ist gestartet. Yes, baby, woo! Das heißt, ab heute können wir viele Motorradfahrer sehen. Glaube ich aber weniger, weil das Wetter ziemlich scheiße ist. Und ja, ich komme gerade von einer Probefahrt. Und das Geile ist, ey, dreimal dürft ihr raten, was ich Probe gefahren bin. Ihr pausiert jetzt das Video und schreibt in die Kommentare das, was ihr glaubt, was ich Probe gefahren bin. Los jetzt, mach schon! Ich bin kein Motorradauto Probe gefahren. Ich bin Autoprobe gefahren, ja. Und zwar ein... Jetzt dürft ihr wieder dreimal raten. Ja, es ist ein Elektroauto, yes! Also ich war immer der Meinung, Elektroautos bocken gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Einfach weil die komplett lautlos sind. Die Reichweite ist nicht so lang. Weiß nicht, ich war da irgendwie nie so überzeugt davon. Aber nach dieser Probefahrt jetzt gerade habe ich meine Meinung komplett geändert. Das war ein Renault. Ich zeige ihn euch gleich. Da vorne bei dem Autohändler steht da nämlich. Oh, geiler Mercedes. Alter Schwede, da kommt mein Renault nicht mit. Auf jeden Fall, dieser Renault hat eine Reichweite von realen 350 Kilometer. Hat ein Doppelungskupplungsgetriebe. Der ist komplett lautlos, einfach wie es sich gehört für ein Elektroauto. Ich fand das so geil. Du kannst, es hat Automatik, du kannst so gechillt dahin rollen, ohne Probleme. Saugeiles Auto, Digga. Ich meine, das, was jetzt hier steht, was ich Probe gefahren bin, das sieht jetzt nicht so geil aus. Da gibt es eins, das sieht geil aus. Also in diesem Weiß, mit der hier, nur der da. Fast 100% rein elektrisch und ohne Scheiß, ne, das Auto ist sowas von nice. Hätte ich niemals gedacht, dass Elektrofahren so viel Spaß macht, Digga. Also jetzt mal ehrlich, ohne Witz. Wer von euch glaubt, dass Elektroautos scheiße sind? Bei Motorrädern verstehe ich es. Bei Motorrad brauchst du einfach den geilen Sound, Mann. Weil Motorrad hat auch so genug Drehmoment und PS. Also da kommt es wirklich nicht darauf an. Aber dieses Auto hatte 92 PS. Mein jetziger Honda hat 110 und von unten weg schiebt das Auto so extrem krass. Das hat so geilen Drehmoment. Und mein Auto hingegen schiebt halt dafür oben raus mehr. Also wenn du meinen drehst, dann merkst du halt dann schon die 20 PS mehr. Aber rein von unten raus gewinnt dieser 92 PS Elektroflitzer. Aber sowas von gewaltig. Alter Schwede, Mann. Das Ding ist das. Der kostet neu 22.000 Euro und mit den ganzen Förderungen und was es da jetzt so alles gibt, kommen wir auf effektive 20.000 Euro Neupreis. Das ist ein 2016er Modell. 20.000 Euro Neupreis und da denke ich mir dann so, erstens mal musst du eine Batterie, nicht Steuer, aber ich glaube für 15.000 Kilometer zahlst du 100 Euro für die Batterie oder irgendwie so. Oder 150 Euro, keine Ahnung. Zahlst du dafür keine Nova, sprich keine Motorensteuer, weil das ja halt kein Verbrenner ist, sondern ein Elektro. Die Versicherung ist halt allgemein günstiger. Aber ja, muss jeder für sich selber wissen. Also ich finde es total geil. Also Elektro, ohne Scheiß. Gestern war ich noch der Meinung, Elektro hat irgendwie nicht so die Zukunft. In naher Zeit. Aber jetzt, mittlerweile, also ich bin gespannt, was 2017 alles geht und 2018, also die nächsten paar Jahre. Da bin ich gespannt. Ich werde hier auch nochmal ein Autoprobe fahren. Wann weiß ich noch nicht, wahrscheinlich nächste Woche mal. Gibt es auch ein richtig geiles Elektroauto. Sieht zwar nicht so geil aus, aber ja, googelt einfach mal Renault Zoe, Z-O-E von Renault. Das Auto ist ein Traum, also wirklich.
Der Fahrkomfort ist unglaublich. Ey, das ist komplett leise, Mann. Ich dachte, das ist scheiße, aber es ist so nice. Es ist komplett leise. Du hast eine Bose-Anlage drinnen, eine Soundanlage, eine richtig geile. Ja, warte mal, ich verwechsel da, glaube ich, gerade was. Ein reines Elektroauto hat ja kein Getriebe zum Schalten. Nein, ich habe das verwechselt mit anderen Autos. Scheiße. Auf jeden Fall, diese Automatik. Es ist zu geil, Mann. Ey, ich feiere das übelst, ey. Kauft mein Merch, Leute. Link in der Beschreibung, dann kann ich mir auch so ein Elektroauto kaufen. Dann kann ich auch Videos mit dem Elektroauto machen. Hättet ihr da Bock drauf, soll ich mal ein Video mit einem Elektroauto machen? Der gibt jetzt einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Weil Elektro, das ist... Ich wiederhole mich 10-mal, aber es ist wirklich zu geil. Ich würde zu gern mal mit meiner Maschine hier gegen ein Elektroauto an eine Ampel antreten, ne? Weil das ballert, ey, ich wette, ja, wohl abziehen, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht, wird schwierig, glaube ich, dass der mich abzieht. Wer von euch fährt ein Renault Zoe? Schreibt mich auf Facebook an, wir machen ein Rennen. Boah, das ist echt kalt, Digga, 8 Grad und ich fahre mit Lederkombi. Das bockt ja mal gar nicht. Dieser Renault, er ist Leinwand. Hashtag Leinwand ist er. Hey Jimmy! Der Typ pisst da erstmal sich einen ab. Ich geh nicht weg von dir, ich geh nicht weg von dir. Da weiß man echt nicht, ob man das ganze gesparte Geld für ein neues Motorrad oder eventuell ein neues Auto ausgeben will, weil einerseits hat man am Motorrad natürlich die Leistung für das Geld. Auf der anderen Seite kannst du nur im Sommer fahren, also wo es halt Spaß macht. So ein Elektroauto ist schon, ist mega, mega fett, also. Gut, dann würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut euch mal das Auto an, Renault Zoe. Und eventuell sehen wir uns ja im nächsten Video in einem Auto. Nein, Spaß, Leute. Haut rein, wir sehen uns. Macht's gut, aber nicht zu oft und tschüss.